Herzlich willkommen zu unserem Podcast Bananenchips für unterwegs. Wenn ihr normal in die Lebensmittel- oder Spezialgeschäfte geht, bekommt ihr natürlich eine ganze Menge Outdoor-Nahrung. Das sind meist Riegel oder Energy-Drinks, die ihr für unterwegs nehmen könnt. Aber die sind für Leistungssportler gemacht und somit eigentlich kalorientechnisch völlig überdimensioniert, wenn ihr auf normalen Wandertouren seid. Eignen tun sich da als Ersatz Bananenchips. Seid euch die mal? Das sind Bananenchips, ungefähr 9 bis 10 Bananen im Moment. Und wie ihr hört, die sind wirklich extrem trocken. Die müsst ihr daher auch luftdicht verschließen, damit nicht so viel Feuchtigkeit rankommt. Sie würden sonst irgendwann anfangen zu schimmeln. Ihr nehmt dazu ganz normale Bananen aus dem Handel und schneidet diese in so 2 bis 4 mm starke Scheiben. So, das geht recht einfach, das geht recht schnell. Ich nehme dazu meistens gleich 2 bis 3 Bananen hintereinander. Und dann braucht ihr einen Dörrautomaten wie diesen hier. Der ist schön groß, hat mehrere solche Gitter und auf diese Gitter tut ihr dann diese Bananenscheiben drauf. Wenn die dann ganz gefüllt sind, könnt ihr zum Schluss noch ein bisschen würzen. Wir nehmen zum Beispiel Zimt, machen uns so ein kleines bisschen Zimt drauf, schmeckt dann einfach etwas besser und tut die wieder in den Dörrautomaten rein. Ihr lasst diese Bananenchips dann ca. 10 bis 12 Stunden drin, eignet sich also auch gut für über Nacht und holt die früh wieder raus. Dann haben die schon sehr viel von ihrer Feuchtigkeit verloren und sind schon so leicht gummiartig. Wir wollen aber, dass die richtig entwässern und das geht alleine mit dem Dörrautomaten leider nicht. Wir brauchen dazu einen Backofen, den heizt ihr auf ungefähr 100 Grad vor. Nehmt dann ganz normale Backbleche, macht so ein bisschen Backpapier drauf. So. Und nehmt eure quasi vorgedörrten Scheiben und verteilt ihr einfach hier auf das Backblech. So. Ihr braucht dann nochmal ungefähr 2 bis 3 Stunden, müsst ihr auch nochmal zwischendrin wenden, bis sie dann wirklich völlig trocken sind. Allerdings durch die Wärme sind die dann nach wie vor noch gummiartig. Sie müssen dann also auskühlen. Und so eine halbe Stunde später habt ihr dann wirklich Bananenchips, die ihr brechen könnt. Die sind dann ideal für eure Touren. Also das kann eine Tagestour sein, das kann aber auch sein für die Kinder. Ja, optimal, weil wenn die drauf beißen, wird der Zucker langsam freigesetzt. Sie können es also nicht schlingen, sonst schmeckt es einfach nicht. Auch für Mehrtagestouren, gerade weil halt wenig Gewicht da ist. Die können nicht zerdrückt werden oder irgendwelche Stellen kriegen bei den Bananen. Ja, ihr kennt die schwarzen Stellen, ist immer recht unappetitlich. Und das macht die Bananenchips zu einem optimalen Outdoor-Food. Ganz ähnlich könnt ihr das übrigens auch mit anderen Früchten machen. Also wir nehmen zum Beispiel ganz gerne mal Pfirsiche, wir nehmen auch Erdbeeren oder Äpfel mit dem gleichen Verfahren. Das Ganze ist wesentlich gesünder als die ganzen Riegel, die ihr irgendwo bekommt. Es ist schmackhaft, ja, und von daher für uns das optimale Outdoor-Food.